Geht nicht? Doch. Hallo, ich wollte kurz ein Projekt vorstellen, das ich in den letzten 2 Monaten umgesetzt habe, und zwar OpenStreetMap Analytics. Das ist ein Datenanalyse-Tool, um ein bisschen hinter die Kulissen der OpenStreetMap-Daten zu sehen, also zu geben. Die Motivationen für Leute, die bei OpenStreetMap mitmachen, sind relativ vielfältig. Es gibt wirklich Leute, die machen das als Hobby, nehmen sie ihre eigene Stadt, versuchen so aktuell und so detailliert wie möglich zu kartografieren. Andere Leute machen das zum Beispiel aus mehreren humanitären Aspekten, indem sie versuchen, Hilfskräfte nach zum Beispiel Katastrophen aus der Ferne zu unterstützen, indem sie den Hilfskräften vor Ort ein gutes Kartenmaterial bieten. Und dafür gibt es einen Verein, der das Ganze koordiniert, dann nennt sich HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team. Der war auch der Arbeitgeber, mein Arbeitgeber und Auftraggeber für dieses Projekt. Also jetzt dann ganz kurz, habe ich einen Screencast vorbereitet, wie man das Ganze dann ausschaut, das Tool. Auf dem bekommt man eine Weltkarte präsentiert. Passiert das mal ganz kurz. Indem man für eine spezielle Art von Objekt, in diesem Fall Gebäude, sieht man oben rechts, im Grunde so die Verteilung auf der Welt sieht, was schon in OpenStreetMap eingetragen ist, also jedem klar ist zu mehr Gebäude in dem jeweiligen Quadrat. Und man kann jetzt zum Beispiel nach einem Gebiet suchen. Jetzt gehen wir mal gleich nach Ecuador, wo jetzt vor kurzem dieses starke Erdbeben war. Und schauen uns mal an, was die Leute da so gemappt haben. Man bekommt hier unten eine Zeitleiste präsentiert, wo man über die Jahre verteilt, seit es OpenStreetMap gibt, die jeweilige Aktivität für den aktuell ausgewählten Objekttyp sieht, also in dem Fall Gebäude. Man sieht hier in Ecuador sind sehr viele Gebäude in den letzten paar Wochen dazugekommen. Was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier ein bisschen reinzoomen mal. Ich sehe das, wie gesagt, am 17. April, wo das Ganze dann, das Erdbeben war, sofort gestartet ist, und ich markiere mir einen Zeitraum, und auf der Karte wird dann hervorgehoben, welche Zonen jetzt konkret gemappt worden sind von den Leuten. Man kann auch dann noch weiter reinzoomen und sich ein Gebiet noch genauer anschauen, also hier eine Stadt. Und wenn man dann wieder das jeweilige Gebiet dann ausgewählt hat, wird dann die Grafik hier unten aktualisiert, und man sieht wirklich die einzelnen Gebäude, die neu hinzugekommen sind in den Zeitraum. Außerdem kann man ein bisschen Kontextinformationen zu dieser Region bekommen, zum Beispiel die von HOT organisierten Mapping-Projekte, die in dieser Region stattgefunden haben. Es ist schon wieder weggegangen. Und auch die Mapper, die hier am fleißigsten waren. Als nächstes Beispiel, glaube ich, habe ich dann mir Graz angeschaut. Da wird es dann im Gegensatz zu Ecuador ein sehr viel homogeneres Bild des Mappings sein. Das heißt, nicht nur alles in den letzten paar Wochen dazugekommen ist, sondern über die Jahre verteilt. Also hier zwischen 2011 und 2014 die meisten Gebäude, und dann war irgendwie fertig sozusagen. Aber ich kann mir auch ein Jahr wieder herauspicken, und dann sehe ich, dass jetzt zum Schluss dann hauptsächlich hier im Osten, Westen von Graz die Gebäude zuletzt dazugekommen sind. Ein anderes cooles Feature ist auch dieses Compare-Time-Features, wo ich hier ein Vorher-Nachher-Bild praktisch habe. Ich kann mir einzelne Jahre halt vergleichen miteinander. Hier 2011 mit heute. Oder wenn ich auf die Straßen umschalte, funktioniert das Ganze dann analog. Was ich hier sehe, das ist an der Grafik hier unten, dass die Straßen natürlich vor den Gebäuden schon angefangen haben, relativ vollständig zu sein.
Der Grund, wieso das jetzt hier immer noch nach oben zeigt, ist, dass hier als Straße wirklich alles von der Autobahn bis zu den Feldwegen und Wanderwegen dabei mitzählt. Und auch zum Beispiel Gehsteige, die hier jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten in Graz dazugekommen sind. Ich glaube, das sieht man dann hier. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja, ich glaube, das war es jetzt schon von der Demo. Und wie das Ganze funktioniert, ist, dass im Grunde, alle Auswertungen direkt im Browser funktionieren. Das ist ein Webtool unter osm-analytics.org zu finden. Das ist das entsprechende GitHub-Repository zum Quellcode dazu. Im Grunde funktioniert das über sogenannte Vektortiles, das heißt, der Browser kann sich für den jeweiligen Kartenausschnitt und das Zoom-Level die Rohdaten von OpenStreetMap herunterladen und schaut sich dann an, wie aktuell sind die Gebäude in dem Ausschnitt und so weiter. Das funktioniert natürlich jetzt hauptsächlich nur für die, jetzt mal eine Kartenansicht von einer Stadt, wo man wirklich einzelne Gebäude darstellen kann. Wenn man jetzt wirklich rauszoomt auf ein Land oder auf einen Kontinent, wo es potenziell hunderte Millionen von Gebäuden gibt, funktioniert das natürlich nicht mehr so leicht. Deshalb finden halt die Vektorteile dort so aggregierte Quadrate, wo in jeder Zelle drinsteht, diese Zelle beinhaltet, sagen wir, 1000 Gebäude und zusätzlich ist noch eine Stichprobe von, glaube ich, 16 sind es zurzeit, Gebäuden drin, die dann die ganzen 1000 Gebäude in dieser Zelle repräsentieren, damit man dann auch die zeitliche Verteilung in diesen Kartenassist dann zeigen kann. Ja. Ansonsten noch vielleicht zu erwähnen, das Ganze in JavaScript, sowohl im Frontend als auch ein bisschen Datenvorbereitung am Backend implementiert wurde. Im Frontend setze ich auf React.js, was ziemlich cool ist. Nur zu empfehlen. Ja, für Fragen bin ich jetzt oder nachher noch zu haben. Danke. Ja, bitte. Genau. Ja, also im Prinzip, also die Frage war, was ich jetzt von OpenStreetMap offiziellen Diensten verwende und was ich dann selbst als Backend dazu programmiert habe. Also im Prinzip bekommt man von OSM direkt nur Rasterkacheln, das heißt PNGs, die man als Karte einbinden kann und nicht die Rohdaten. Die Rohdaten bekommt man als ich glaube, täglich aktualisiertes Planet-File, sogenanntes Planet-File, wo wirklich alle Daten drin sind, aber nicht geografisch dann aggregiert in wieder die Details, die man eigentlich dann braucht, um das ganze Performant im Browser zu berechnen. Und es gibt dann aber ein paar externe Anbieter, die das machen. Und an dem Punkt setze ich auf, das Ganze nennt sich OSM-QA-Tiles von der Firma Mapbox. Und das nehme ich dann praktisch als Datenbasis. Die werden einmal täglich generiert und genau, also das Tool wird auch dann aktualisiert sich die Daten auch täglich. Genau. Okay, Dankeschön.